Blomberg TV. Die HSG Blomberg-Lippe musste sich dem Thüringer HC geschlagen geben. Trotzdem lieferten die Gastgeberinnen dem deutschen Meister in weiten Teilen des ersten Durchgangs einen harten Kampf. Blomberg startete vor 820 Zuschauern gut und führte 3:1 und 10:9. Dann scheiterten die HSG-Spielerinnen aber einige Male an der starken THC-Keeperin Jana Krause und Thüringen setzte sich zur Pause auf 16:11 ab. In Halbzeit 2 lag der THC 21:14 und 25:19 vorne und gewann am Ende 32:24. Nach dem Abpfiff äußerte sich HSG-Torhüterin Anna Mons wie folgt zum Spiel. Ein bisschen zu viele Fehler, in der Abwehr nicht immer konsequent gestanden und das war auch der Grund, warum wir dann doch relativ deutlich verloren haben. Ich denke mal, dass der Thüringer HC ist natürlich auch eine ganz andere Klasse als wir. Ne? Also ich meine, was die für Spieler haben, das werden wir uns wahrscheinlich niemals leisten können. Und wir haben, denke ich, unser Bestes gegeben und jeder Fehler vorne wird bestraft. So geht es von einem Unentschieden oder sogar von der Führung dann ratzfatz in Rückstand. Und das haben wir dann einfach auch nicht mehr regeneriert bekommen über die Spielzeit. Und auch Handball-Weltmeister Florian Kehrmann, der zurzeit bei der HSG hospitiert, schilderte seine Eindrücke der 60 Spielminuten. Ja, ich glaube, es war die Vorzeichen waren noch klar, die Rollen verteilt. Thüringer HC als, ich glaube, anderthalb Jahre ungeschlagener Meister. Insgesamt muss man sagen, dass Blomberg doch wirklich kämpferisch überzeugt hat. Ich fand, die haben in der Deckung wirklich und sehr gut gestanden, haben sie vor viele Probleme gebracht. Für mich war so ein bisschen entscheidend, dass das Spiel früh entschieden war, dass sie in der Überzahl es nicht geschafft haben, noch klarere Situationen rauszuspielen. Und deswegen war es vielleicht relativ früh entschieden. Aber insgesamt, glaube ich, kann man der jungen Mannschaft hier keinen Vorwurf machen. Die haben super gekämpft und haben das so auf die Platte gebracht, wie André das sich, glaube ich, auch vorgestellt hat. Dass dann Fehler passieren, ist ganz normal.